Dieses Buch sollte ein Reiseinspiration, so wie ein Fotobuch werden, was zeigt, so wie wir leben, wie wir uns bewegen, was uns inspiriert und was wir Freude haben. Und das ist wirklich Kochen, Reisen und Fotografieren. Und diese drei Punkte wollten wir in ein schönes Buch zusammenbringen. Wir zeigen eigentlich unsere Alltagsküche mit unseren Rezepten. Uns ist eigentlich wichtig, dass die Leute Freude haben an den Rezepten. Unsere Rezepte sind auch nicht so, dass es dann nicht funktioniert, wenn man sich nicht ans Rezept hält. Ob man jetzt eine, zwei oder drei Karotten für das Rezept nimmt, spielt im Endeffekt für das Geschmackserlebnis keine Rolle. Es ist cool, wenn du wenig brauchst. Zwei Pfannen, ein Messer, ein Schneidebrett. Wir haben uns auch für Neuseeland entschieden, weil wir die Leute kennen dort. Wir kennen, wie die Neuseeländer sind. Es gefällt uns, wie sie sind, oder? Es ist halt alles easy going. Ja. Und das wollten wir halt auch mit den Rezepten zeigen. Und aber auch mit den Storys, die wir erzählen im Buch.